Herzlich willkommen bei Delfin TV. Mein Name ist Silke Mara. Ich spreche die Sternsprache, Lichtsprache und übermittle Botschaften in Form von Geschichten. Und die heutige Geschichte heißt Morgenpfeil. Auf der Bank sitzen drei Personen. Ein alter Mann, eine alte Frau und ein Geistwesen. Ja, es ist schon richtig, das Geistwesen ist keine physische Person, aber es sitzt dort mit den beiden und sie stellen Betrachtungen über das Leben an. Hin und wieder wirft das Geistwesen seine Meinung zu einem Thema in das gemeinsame Feld. Anfangs scheint es die beiden Alten nicht zu berühren, doch irgendwann halten sie inne. Besonders, wenn der Geist eine stark konträre Meinung hat. Woher kommen diese anderen Informationen, fragen sie sich. Ach, sicher haben wir dies in der Zeitung gelesen, meint er. Oder wir haben es aus dem Fernsehen erfahren, ergänzte sie. Er nickt zustimmend. Beide sind still. Stimmt es, was sie da behauptet hatten? In den beiden Alten waren Zweifel. So etwas wie in ihrem Gespräch hatten sie noch nicht erlebt. Diese anderen Gedanken traten so klar und intensiv auf. Weißt du, Martha, woran mich diese anderen Meinungen erinnern, beziehungsweise an wen? Sie schüttelt den Kopf. Doch dann dämmert es ihr. Wilfried sieht Martha gespannt an. Meinst du Tante Luisa? Ja, meint er lächelnd. Tante Luisa hatte immer ganz andere und ungewöhnliche Meinungen zu verschiedenen Themen. Die beiden schweigen wieder. Vielleicht sind unsere Meinungen manchmal zu festgefahren, Wilfried. Er denkt nach. Das könnte sein. Vielleicht sollten wir uns mehr mit anderen austauschen. Martha und Wilfried schweigen miteinander und betrachten die Enten am Teich. Das Geistwesen lächelt. Es freut sich, dass es Martha und Wilfried erreicht hat. Sie lernen zuzuhören. Sie lernen auch das zu hören, was nicht offensichtlich ist, und dadurch entwickeln sie sich weiter. Wieder lächelt das Wesen. Es hat seine Aufgabe wie vereinbart aufgenommen. Und es wird Wilfried und Martha noch viele Jahre begleiten. Es liegt noch eine schöne und erfüllende Zeit vor den beiden Alten. Alter spielt keine Rolle, nur die Einstellung zum Leben. Dies hat das Geistwesen zu seinen Lebzeiten auch gesagt, als es noch Tante Luisa hieß.